Die meisten von euch werden ihr Fahrzeug im Anschluss mit einem Mikrofasertuch trocknen, die sogenannten Trockentücher in allen verschiedenen Größen und Farben und Formen. Und vielleicht kennt noch jemand von euch das hier. Das ist sozusagen ein Ledertuch. Ich habe hier ein echtes aus Echtleder und früher wurde das sehr gern eingesetzt in der Vergangenheit, um das Fahrzeug oder vielleicht ein anderes Kfz damit zu trocknen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das heute in unserem kleinen Vergleich gegen ein Mikrofasertrockentuch durchsetzen wird. Ist es genauso saugstark? Kann man damit auch lange schlierenfrei arbeiten und wie lässt es sich hier generell handeln und ist es immer noch heute eine gute Alternative zum Mikrofasertrockentuch oder gehört es wirklich hier der Vergangenheit an und man sollte es vielleicht nicht mehr heutzutage in den Einsatz nehmen? Das finden wir heute in dem Video heraus. Viel Spaß bei dem kleinen Vergleich zwischen Ledertuch und Mikrofasertuch. Hier haben wir jetzt beide Tücher sozusagen mal im direkten Vergleich. Hier drüben haben wir normales Mikrofasertrockentuch, 90x60, sollte euch ja bekannt sein. Und hier drüben haben wir dieses Ledertuch, auch 90x60, aber ihr seht schon den ersten Unterschied. Die sind meistens nicht ganz rechteckig, die haben hier so eine relativ natürliche Form durch den Schnitt. Also da seht ihr schon den ersten Unterschied, ist jetzt nicht unbedingt das Problem, aber ihr seht, da gibt es schon im ersten Moment deutliche Unterschiede. Und jetzt kommen wir erstmal zum Thema auch Pflege. Und so ein Ledertuch, das muss richtig speziell gepflegt werden. Das könnt ihr nicht einfach mit eurer normalen Mikrofaserwäsche zum Beispiel als Autopflege-Enthusiast mit in die Waschmaschine reingeben. Das darf hier nicht auf der Heizung getrocknet werden, darf nicht in der Sonne direkt trocknen, das muss in einem schattigen Plätzchen in Ruhe abhängen und damit abtrocknen und das ist für die meisten schon so gut wie unmöglich, hier Ewigkeiten das Tuch irgendwo hinzuhängen und trocknen zu lassen. Das ist der erste Kritikpunkt. Das Tuch kann dann hier auch in den Trockner oder auch natürlich in der Sonne ganz normal trocknen. Um die Geschmeidigkeit hier von so einem Ledertuch über eine lange Zeit zu erhalten, sollte das auch mit Handseife immer mal ausgewaschen werden. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo muss man diese Zeit und den Aufwand betreiben, muss wieder jeder selber entscheiden. Es darf nicht mit fettlösenden Mitteln in Berührung kommen. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel irgendwie Glasreiniger aufgesprüht habt und da ist noch Rest drauf und ihr sagt, okay, das nehme ich jetzt schnell mit meinem Leder hier runter oder mache vielleicht meine Scheibe hier oben sauber, auch das kann so einem Leder hier schon schaden. Mit so einem Tuch würde das auf jeden Fall funktionieren. Nächster Nachteil hier an dieser Stelle. Und generell darf so ein Ledertuch eigentlich nicht in die Waschmaschine. Das wird dann auch auf Dauer beschädigt. Also das braucht hier wirklich eine Handwäsche mit so einer Handseife. Also vom Pflegen her ist das wirklich sehr, sehr aufwendig im Gegensatz zu so einem normalen Mikrofasertuch. Von der Struktur her, seht das auch nochmal. Ihr kennt ja diese normalen Mikrofasertücher mit diesen kleinen Fasern, ungefähr so ein 5 mm bis 1 cm lang teilweise bei manchen Tüchern. Sehr flauschig, sehr weich bei diesem Leder. Das hat wirklich eine glatte Oberfläche, aber trotzdem sehr rau am Ende. Also hier würden euch kleine Schmutzpartikel erstmal von der Theorie her nicht ins Tuch eindringen, weil es kann immer mal so ein bisschen Restschmutz hier auf der nassen Oberfläche drauf sein. Und den würdet ihr euch hier in das Tuch reinarbeiten. Das würde das Tuch aufnehmen und etwas ummanteln mit den Fasern. Und hier würdet ihr den Schmutz theoretisch einfach nur über die Fläche drüber ziehen. Also gefährlich, gefährlich. Wer da beim Waschen nicht 100% aufgepasst hat und man kann nicht immer zu 100% aufpassen, wird hier mit dem Tuch auf Dauer seinem Lack unschöne Schäden zufügen. Schauen wir erstmal, was so ein Trockentuch im trockenen Zustand wiegt. 299, sagen wir mal 300 Gramm. Hier das Mikrofasertuch und unser Ledertuch hat ein Gewicht von 180 Gramm, genau. Unser Fahrzeug ist jetzt hier im oberen Bereich schon soweit vorgereinigt und jetzt geben wir hier nochmal ordentlich Wasser drauf und im Anschluss schauen wir uns mal an, wie so ein Mikrofasertuch hier arbeitet bei der Trocknung. Und normalerweise nutze ich jetzt hier einfach noch ein Dryblade, weil diese Mengen an Wasser, die sich jetzt hier drauf ablagern, wenn man die mit einem normalen Trockentuch runternimmt, stößt auch so ein Tuch schnell an seine Grenzen, weil hier einfach jede Menge Wassertropfen drauf sind und in der Gesamtheit ist das eine ganze Menge. Also nochmal die Empfehlung Richtung Dryblade, wer da Lust drauf hat, nochmal das Video dazu anschauen. Ich denke mal, hier ist auf jeden Fall ausreichend Wasser drauf. So sieht das dann bei eurem Fahrzeug aus, wenn ihr es gewaschen habt und nochmal mit dem Hochdruckreiniger abgesprüht habt und jetzt gehe ich einfach mal von hinten nach vorn mit meinem Mikrofasertrockentuch drüber und wenn hier richtig viel Wasser drauf liegt, ich gehe mal über alles großzügig drüber, ich nehme jetzt nicht jedes Detail mit, einfach mal das Maximum an Wasser aufnehmen, auch hier nochmal in dem Bereich. Das ist jetzt schon eine ganze Menge Wasser, was man hier aufsaugen muss. Und da bleiben auch so ein paar Wasserschlieren schon zurück, weil ihr seht, auch hier die Tuchseite, hier ist jede Menge Wasser drin. Und das ist einfach der Nachteil, wenn man vielleicht nicht so ein Dryblade zum Beispiel benutzt. Man muss sehr, sehr viel Wasser aufnehmen. Und da kommt man mit einem Trockentuch nicht zurecht.
Also auch hier bleiben jetzt so kleine Stieren zurück, weil die angefeuchtete Tuchseite immer dann nochmal mit drüber rutscht. Jetzt muss man hier schon schauen, bei so einem einseitigen Trockentuch, dass man noch eine trockene Stelle erwischt, weil die Dachfläche, Frontscheibe und Motorhaube, da bleibt eigentlich das meiste Wasser liegen. An den Seitenflächen läuft ja das meiste nach unten, aber hier oben bleiben riesengroße Tropfen zurück, auch hier im hinteren Bereich nochmal. Und das macht das Tuch dann schon sehr, sehr stark nass. Und das seht ihr auch hier nochmal, wie viel Wasser das jetzt schon aufgenommen hat. Und normalerweise müsste ich jetzt schon hier ein zweites Tuch in den Einsatz nehmen, weil mit dem Tuch würdet ihr das Auto jetzt hier an den Seiten nicht mehr trocken bekommen. Und ihr konntet es gut erkennen, also die Dachfläche bei der Wassermenge, das ging auf jeden Fall anständig. Frontscheibe auch noch mit und Motorhaube, dann war das Tuch aber schon am Ende. Und jetzt nochmal das Fahrzeug komplett nass machen. Na, hier ist so viel Wasser drauf oben. Und jetzt unser Leder, wende ich mal ganz ähnlich an. Das rutscht unheimlich schlecht über die Lackfläche. Das könnt ihr mit der Technik gar nicht durchführen. Ihr müsst das wirklich normal falten und dann sogar leicht anheben, um das hier über die Lackfläche zu ziehen. Und von der Saugkraft her, ihr seht es auch hier, das Wasser tropft aus diesem Ledertuch heraus. Das heißt, das Wasser wird nicht gehalten. Und hier oben ist noch jede Menge Restwasser drauf. Ich gehe mal hier vorne auf die Motorhaube, damit ihr das noch besser seht. Hier vorne am Tuch, schon richtig nass. Und es gibt sogar leichte Quietschgeräusche. Und ich hoffe, man kann es auch hier auf der Kamera erkennen. Hier ist jede Menge Wasser noch drauf. Also vom Trocknungsverhalten her gibt es hier echt gewaltige Unterschiede. Und das Tuch rutscht auch bei Weitem nicht so gut über die Lackfläche. Also ich hätte hier Panik, wenn hier noch Schmutz drauf wäre, dass ich mir den Lack damit arg verkratze. Und selbst hier, das Tuch nimmt das Wasser nicht zu 100% auf. Man sieht es zwar deutlich hier an diesen Flecken. Wir testen es auch nochmal an der Scheibe. Und auch hier ist ein richtiger Widerstand. Also das rutscht bei Weitem nicht so stark. Ich kann sogar mit diesem Tuch das Auto bewegen. Also seht ihr mal, was hier für einen Grip herrscht zwischen Tuch und Oberfläche. Hier, ihr seht es. Also ganz, ganz schwierig. Gibt auch so leichte Quietschgeräusche. Also damit über den Lack gehen, ist für den heutigen Autopflege-Enthusiasten eigentlich ein absolutes No-Go. Weil ihr seht, das trocknet verhältnismäßig schlecht. Und auch die Saugleistung ist meiner Meinung nach katastrophal. Und das Schlimmste ist eigentlich hier das Handling. Selbst wenn ihr das hier im einfachen Zustand nehmt und dann hier oben drüber geht, ihr merkt einen unheimlichen Widerstand. Und ich kann sogar das ganze Auto damit bewegen hier. Also selbst jetzt hier in diesem Einzeldurchgang bleibt immer noch Wasser zurück. Und ich habe eine ganz frische Stelle genommen. Also so ein Ledertuch zum Fahrzeug trocknen, ganz, ganz gefährlich. Ich will eigentlich hier dem Fahrzeug nicht noch mehr davon antun. Ich lasse es lieber an der Stelle. Wir können noch mal versuchen, hier oben die Fläche zu trocknen. Und jetzt seht ihr auch noch mal, ich schiebe das Wasser nur vor dem Tuch her. Und es saugt das Wasser auch nicht auf. Also so ein Ledertuch, schwierig, schwierig. Da bin ich froh, dass dann doch die Mikrofasertücher hier das Licht der Welt erblickt haben. Ich gehe auch noch mal hier drüben drüber. Hier vorne haben wir noch eine Scheibenversiegelung drauf. Und auch hier, ihr seht es noch mal. Es sieht aus, als hätte ich die Scheibe nicht mal getrocknet. Immer noch jede Menge Wasser drauf. Auch hier vorne an der Seite, ich ziehe mal nur hier vorne an den beiden Enden. Und da seht ihr, was das für ein Widerstand entgegensetzt. Und ich muss hier richtig ziehen und dann schnellt es nach vorne. Also das rutscht meiner Meinung nach unheimlich schlecht hier über die Lackoberfläche, aber auch über die Scheibe. Es ist für den Bereich einfach nicht einzusetzen. Also das Fahrzeug damit trocknen macht keinen Spaß. So, wir haben jetzt noch mit dem Leder weitergearbeitet. Das ist echt so das Maximum. Es war eine Höllenarbeit, damit weiter zu trocknen. Also es ist auch gut nass geworden. Schauen wir mal ungefähr, wie viel es jetzt wiegt. 587 Gramm. Und hier haben wir jetzt unser Trockentuch. Das ist auch komplett am Ende. Lässt sich kaum noch was rausdrücken. Also das wäre jetzt wirklich komplett gesättigt, nicht übersättigt. Legen wir auch nochmal drauf. Schauen uns hier an, wie viel es wiegt. 1041 Gramm. Zu einem kleinen Fazit kommen wir jetzt für die beiden Trockenvarianten. Einmal mit dem Mikrofasertrockentuch und hier mit dem Ledertuch. Und schreibt erstmal eure Meinung unten in die Kommentare rein. Das wird echt spannend. Ich bin gespannt, ob jemand von euch schon mal so ein Tuch hier eingesetzt hat. Und ich muss sagen,
Ich habe in der Vergangenheit schon mal mit so einem Tuch gearbeitet, aber nicht auf meinem eigenen Auto und das hat ähnlich ja, schlecht funktioniert. Es liegt einfach daran, das Tuch ist relativ dünn, diese Lederschicht, und kann auch bei weitem nicht so viel Wasser aufsaugen wie so ein Mikrofasertrockentuch. Und das sehen wir auch nochmal an den nackten Zahlen. Wir hatten hier ein Gewicht bei einem Ledertuch von ungefähr 180 Gramm und am Ende hatten wir hier ein Gewicht von 586 Gramm inklusive Tuch. Also die Wasseraufnahme ist nicht so extrem stark gewesen. Beim Mikrofasertuch, das hat sozusagen leer 299, also knapp 300 Gramm gewogen, und am Ende hattet ihr ein Gesamtgewicht von 1041 Gramm, also bei weitem mehr Wasser aufgenommen als das Ledertuch. Und man hat auch nochmal während der Trocknungsphase gesehen, dass das Trockentuch aus Mikrofaser doch das Wasser wirklich aufsaugen kann. Beim Ledertuch habt ihr das hier auf dem Dach gesehen und auch vorne an der Motorhaube. Ihr schiebt das Wasser vor euch her und es läuft dann irgendwie nach unten. Ein kleiner Teil wird aufgesogen und auch der gesamte Restbereich des Tuches lässt dann wieder jede Menge Wasser und Schlieren zurück, weil einfach das Wasser im Prinzip unter dem Tuch nur mitgenommen wird. Und dann, sobald es hier an den hinteren Bereich des Tuches kommt, wird es wieder freigegeben, das Wasser, und es liegt wieder auf der Fläche drauf, weil das Tuch das gar nicht auf diese kurze Distanz so schnell aufsaugen kann. Auch da geht wieder der Punkt an das Mikrofaser-Trockentuch. Der stärkste Punkt, der hier an das Mikrofasertuch geht, ist einfach die Gleitfähigkeit hier in dem Moment, wenn ihr mit dem Tuch drüber fahrt. Es rutscht wesentlich besser über die Lackoberfläche, wenn hier das Wasser drauf liegt, kann in der Zeit dann das Wasser aufsaugen. Das Ledertuch, ihr habt es hier deutlich gesehen, ich konnte damit das ganze Fahrzeug bewegen. Ich konnte das nicht mal hier über die Fläche drüber ziehen. Es hat richtig Grip und Druck hier auf die Fläche aufgebaut. Und wenn jetzt hier noch kleine Reststeinchen wären, warum auch immer oder was auch immer noch an Restverschmutzung, vielleicht hier aus dieser kleinen Ritze noch irgendwas rausgelaufen, und das zieht ihr euch dann komplett über den Lack drüber, weil ihr müsst auch etwas Druck anwenden, um das Tuch nach vorn oder nach hinten zu bewegen. Also das wäre der Tod für alle, die hier penibel darauf achten, eine möglichst kratzerfreie Waschmethode durchzuführen. Die sollten von so einem Tuch wirklich Abstand nehmen, weil aufgrund auch der Struktur, ihr habt keine Chance, hier irgendwelchen Schmutz zu speichern, weil dieses Tuch hat ungefähr eine Dicke von 1 bis 2 mm. Und wo soll sich jetzt hier noch der Schmutz zwischen diesen nicht vorhandenen Fasern noch festhalten? Beim Mikrofasertuch seht ihr ja ganz deutlich, habt ihr hier diese Fasern, gibt es auch verschiedene Ausführungen. Da kann sich der Schmutz drin ablagern und wird dann auch gehalten und wird nicht nur ganz knallhart über die Lackfläche geschoben. Also das ist auch ein Riesenvorteil vom Mikrofasertuch. Ein ganz großer Nachteil bei so einem Ledertuch ist auch noch die Pflege. Handwäsche mit einer speziellen Seife oder einem speziellen Lederreiniger, also ganz, ganz kompliziert bei einem Mikrofasertrockentuch rein in die Waschmaschine. Das geht ja bei diesem Ledertuch auch nicht. Dann Mikrofaserwaschmittel entweder in der Sonne trocknen oder in den Trockner rein und die Sache ist erledigt. Bei dem Ledertuch müsst ihr eigentlich noch fast mehr Zeit in die Pflege investieren, als ihr hier braucht, um das ganze Fahrzeug zu trocknen. So könnte man das mal in Relation setzen. Und auch vom Preis her ist so ein Ledertuch nicht unbedingt günstig. Also hier, das hat um die 18, 19, 20 Euro gekostet für 90 mal 60 ungefähr in der Fläche. Und das Mikrofasertrockentuch hier drüben auch 90 mal 60 kostet so 12, 13, 14 Euro. Und somit schlägt hier das Mikrofasertuch dieses Ledertuch in eigentlich allen Bereichen. Und es gibt ja noch mehrere Möglichkeiten. Ich hatte es im Video schon selbst gesagt, diese Dry Blades erleichtern unheimlich die Trocknungsphase, weil ihr müsst einfach nicht diesen riesengroßen Wasserfilm noch runternehmen. Auch hier kommt so ein Mikrofasertuch relativ schnell an seine Grenzen nach vielleicht einer großen Kombi- oder SUV-Dachfläche. Scheibe und Motorhaube, das sind viele Trockentücher schon eigentlich am Ende. Deswegen nochmal der Hinweis hier zu den Dry Blades. Schaut euch nochmal das Video an, oder ihr habt die Möglichkeit, irgendwie einen Kompressor zu Hause zu nutzen und damit vielleicht das Fahrzeug zu trocknen, weil an der SB-Box habt ihr nicht so eine Luftpistole, um hier das Wasser nach unten zu pusten. Aber das sind einfach nochmal die zusätzlichen Möglichkeiten, die man mit nutzen kann. Und jetzt nochmal die Frage an euch: Habt ihr schon mal so ein Tuch im Einsatz gehabt, so ein Ledertuch, oder vielleicht die Eltern oder Großeltern? Könnt ihr mal unten in die Kommentare reinschreiben, wer sowas vielleicht noch nutzt oder schon mal ausprobiert hat und wie eure Erfahrungen da waren, wenn ihr sowas hier auf der Fläche im Einsatz hattet. Somit bleibt das Mikrofasertuch immer noch die Trocknungshilfe Nummer 1 und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.